André. Der ist es. Da ist er ja. Ach, da ist er ja auch schon gleich. Ach, das ist doch leicht. Ja, hier aktuelle Themen und so. Es wird wieder langweilig. Wie gefällt euch denn mein Minecraft-Let's Play, das wahrscheinlich schon draußen ist, von der neuen Welt? Wir reden hier gerade über das aktuelle Thema. Habt ihr alle die Quest angenommen? Ja, schön. Nein, Jan, du tankst ihn nicht. Will ich auch gar nicht. Nur weil er es kann. Nur weil ich es besser kann. Warte, ich hypnotisiere den. Das ist aber sinnlos, den zu hypnotisieren, weil es nur ein Gegner ist, gegen den wir kämpfen. Ah, Herausforderung, hasse dich. Euer Ziel ist kein Gegner. Der greift ja gar nicht an. Doch, der greift nicht an. Hallo Leute, ich kann ihn nicht angreifen. Jetzt kann ich ihn angreifen. Oh, dieses Spiel spackt doch so oft rum. So, jetzt ist er hypnotisiert. Freut jetzt euch. Nicht mehr. Verdammt! Oh Mann. Ey, der ist jetzt auch schon. Ja, hoch. Wir können es jetzt halt inzwischen. Das war doch alles. Ich muss nur einmal heilen einsetzen und jetzt hat er wieder alles. Und boah, hab ich viel Mana verloren. Verloren. Kennt ihr den auch? Oh Mann. Nee. Oh, ja, okay. Hier vorne gibt's bei Wire der Gerissenen eine neue Quest. Oh, diese Steine, ich glaub schon, ja. Mach ich halt. Schamanen! Eh 3 Stunden dauert, bis wir alle da sind. Und da hinten ist auch noch was. Macht hier. Jetzt! Tötet nicht die Monster, die hier gleich beschworen werden. Nein! Das werde ich tun. Weil ich die brauche, weil sonst meine Quest nicht bestanden ist. So. Ich hab den Quest schon gemacht. Ich hab die Schamanenprüfung bestanden. Ach, das hat für euch alle gezählt. Ach so. Ja. Dann ist das ja eh relativ. Stoffwams des Superhirns! Ja, das bringt bei mir genauso viel wie sprich das, was ich jetzt sehe. Sprich mit Skall dem Unbeugsamen. Das ist genauso. Oh, ich hab nur das Ruhe des Rekruten bekommen. Hier, auf nach... in den Astralbezirk. Redet hier gleich mal mit dem Polizeioffizier. Da sollt ihr den Zeremoniendolch zurückbringen. Dann jetzt hier links abbiegen. Hey, wartet mal. Auch hier, das, ja, der Polizeioffizier, genau. Ja, wartet doch mal auf ja, den Patrick. Wir warten hier, wo es die neuen Quests gibt. Ich hab bei Marat Yesenin noch hier eine Quest anzunehmen. Das verlorene Andenken. Ungewöhnlich, so. Ich tu nur mal schnell meinen. Oh, und dahin ist auch noch ein Quest. Spitzel im Astralbezirk finden. Bei Strick. Täglicher Freiwilligendienst. Was? Optika wäre doch perfekt, ein Random Guy, oder? Ja, schon. Optika. Ja, und jetzt wieder alle Quests annehmen und abgeben, oder alles wie? Alles annehmen, was geht. Wie? Oh, hier müssen wir erstmal so Spinnenblut von den kleineren Spinnen sammeln, die hier so rumspinnen. Ah! Da hinten ist schon wieder eine neue Quest. Kannst du auch einfach zu den großen Spinnen gehen. Oh ja. Mann, ich hab mir schon Hoffnung gemacht, dass ich mal was richtig weiß. Ja, dann könnt ihr da ja noch eine Quest abgeben. Da gibt's dann auch schon wieder noch eine neue. Wo ist denn diese lustige Spinne? Die laufen hier überall rum, aber ich glaube, wir haben jetzt schon alle getötet. Von daher... Ah, sorry. Ja. Nee, also, bei mir ach, nicht. So. Machen. Ich brauch noch 8 Spinnen. Braucht jeder noch, Patrick. Hä? Aber riesiges Spinnennetz habe ich auch noch ja, nicht. Ja, Patrick, gemacht. Wir haben das alles so, noch nicht Quest. Gemacht. Ich habe gedacht, ihr hättet gerade eben gesagt, wir haben alle diese Quests bereits gemacht. Egal, hier müssten wir eine Quest annehmen. Ihr steht jetzt da vorne rum. Ja, ich habe doch gesagt, ihr sollt mir hinterherlaufen. Hast du nee, nicht? Jetzt lüg doch mal nicht so feige rum. Auf jeden Fall. Riesige Spinnen, die kann ich doch sicherlich alle dotten. Oh mit Gott, ja, hier kannst du theoretisch richtig viel dotten. So. Können wir das wenigstens teilen? Welche? Diese Quest. Und inwiefern teilen? Oder warum? Ja, weil die das Blut haben und die Netze und wir die alle töten müssen. Könnt ihr eigentlich, wenn ich sie getötet ja, habe, wir. Das Zeugs auch? Aber ich sammle hier erstmal halb verdaute Knochen. Gut. Weil. Naja, die Spinnen sind ja nicht mal so anfällig gegen diesen. Nicht so wie die Magie-Elementare.
Das ist natürlich traurig. So, ich habe jetzt gleich alle halb verdauten Knochen gesammelt. Mann, meine Tasche ist immer voll. Wirf halt genau die ganzen grauen Sachen weg, die brauchst du eigentlich eh nicht. Was ist denn in deiner Tasche drin? Da sind diese ganzen alten Klamotten noch drin. Würde ich dann halt mal unter Umständen verkaufen. Unter Umständen? Boah, Spinne one-hitted. Mach mal ja, du bist dahin. Auch Level 13 vielleicht, ja. Du bist nur drin. Ja, drei Levels hast du genau richtig gehört. Tod vortäuschen. Ich kann es nicht annehmen, weil ich nicht genügend Taschenplatz habe. Dann musst du Taschenplatz schaffen. Oh, das ist doch so ein Beschiss mit dieser Tasche. Ey, was denn? Sei mal froh, früher gab es noch weniger Taschenplatz. Mhm. Da gab es bestimmt auch bessere Größere Tasche schon. Ja, wir haben alle die größere Tasche. Aber die größere Tasche ist dem Patrick natürlich mal wieder nicht genug. Der braucht immer mehr. Die ist voll mini. Mann, warum stehe ich denn da so rum? Oh, 577 Schaden habe ich gerade. Der Charakter ist sowas von bescheuert. Okay. Ich hab's halt drauf. Jetzt 206. Ja. Nur in deinen Träumen. Wenigstens habe ich Träume. Oh. Das träumst du nur. Allmählich wird's verwirrend. So, ich hab jetzt. Du droppst die nicht. Braucht ihr noch viel? Ich glaube, ich bin fertig. Ich brauch noch so ein paar Sachen. Keine Ahnung, ich sammle Knochen. Ja, ich bin hier mit den Spinnenquests fertig. Das heißt, ich töte jetzt nur noch stupide Spinnen, damit ihr die Items einsammeln könnt. Oh, das ist doch so sehr löblich. Spinnennetze habe ich jetzt alle, aber ich glaube, das Blut... Ah, ne, Spinnenblut brauche ich nur noch zwei, von daher. Ach, was? Das regelt sich ja alles, weil ihr hier die Arbeit für mich. Ja, ich habe das Ganze... Wir niederen Menschen erledigen das schon für dich. Keine Panik, Felix. Ja, du niederer Ork. Ich bin der Meister. So, jetzt habe ich... Alle riesigen Spinnennetze. Oh, und ich habe beide Quests abgeschlossen. Und noch einmal Spinnenblut. Boah, da habe ich alles. Mir fehlt krasser Scheiß, sage ich dazu nur. Wo sind denn hier Händler? Ich zeig dir gleich einmal. Da hinten kann man noch eine Quest bei Strong Axe der Gerichte machen. Den hab ich auch habt schon ihr jetzt alle die ganzen Spinnenquests abgeschlossen? Ich gebe mal die anderen Quests ab. Ja. Okay, nee. Wunderbar. Dann gehen wir hier jetzt weiter und müssen den Zeremoniendolch und das heilige Relikt sammeln. Lauft mir nach. Wo läufst du hin? Ich gebe die Quests ab. Nein. Nein. Ich stoße ab. Das ist total bekloppt. Ich habe das alles schon gemacht. Oh Gott, hier sind ja überall diese Ork-Halsabschneider. Patrick, du läufst ja schon in die richtige Richtung, wir müssen da lang ungefähr. Ja, ich laufe in die richtige Richtung. Ha, ich habe das heilige Relikt. Ich habe auch das heilige Relikt. Ich laufe in die Richtung, die mir meine Map vorgibt. Wie viele von denen gibt es denn? Für jede Person auf dieser Welt. Ja, Felix, aktuelle Themen. Hä, wo ist denn hier ein Zeremonien? Ja, ich werde hier dauernd von irgendwelchen Quests unterbrochen. Ich glaube, wir sollten das Spiel beenden. Und nur wir sollten unbedingt einen aktuellen Themen-Podcast machen. Hier hinten könnt ihr einen Zeremonien-Dolch sammeln, wollte ich mal einwerfen. Hä, bei mir ist hier gar keiner. Ich habe einen Zeremonien-Dolch gesammelt. Peter, hast du auch schon die Quest mit dem Zeremonien-Dolch gemacht? Oh, eure Tasche ist voll, ich hasse es. Apropos, also, dann hier ein aktuelles Thema. Also da liegt da eine Beute auf dem Boden rum. Aber du, ja, Felix. Weil wir müssen ja jetzt, wenn das ungefähr in 3 Wochen rauskommt, diese Folge, müssen wir ja quasi die aktuellen Themen von 3 Wochen. Das heißt, wir müssen jetzt so ungefähr abschätzen. Lennart, ich finde den Zeremoniendolch nicht. Was ungefähr in 3 Wochen passieren könnte. Mhm. Also, da Deutschland natürlich einen Beauftragten werden will, der die finanziellen Aktionen von Griechenland steuert, mit Griechenland mit seiner ganzen Tzatziki-Armee gegen Deutschland antreten. Ich mag Tzatziki. Das stimmt nicht. Das ist doch der einzige. Irgendjemand schon, ich mag doch bestimmt Tzatziki. Hallo, Tzatziki ist sau lecker, ja.
Ja, es geht so, aber nur mit einem was zum Dippen. Patrick, hast du auch schon das heilige Relikt gesammelt? Also, ich muss jetzt alle meine Also hast du das heilige Quests Relikt abgeben, gesammelt? Also ich lauf erstmal dahin hin zum Strong Axe, dem Gerechten. Ich auch. Weil das ist... Ich will jetzt erstmal meine ganzen Quests abgeben. Ja, ich geh dir auch. Viel. Dieses Spiel ist qualitativ minderwertig. Oh, Felix, jetzt hör auf, dann dürfte ich kann sehen, wie sich die natürlich könnte ich besser, da hat selbst Minecraft eine bessere Grafik. Ohne also Texture so weit würde ich da jetzt nicht gehen. Ich habe eine Truhe des Rekruten erhalten. Aber wahrscheinlich sagt die mir gleich mal wieder, dass ich bereits, dass meine Ausrüstung gut genug ist und dann bekomme ich ein bisschen Silber dafür. Peter, Peter, wo willst du schon wieder hin? Ich guck ja, aber das wäre sinnvoll, wenn wir zusammenbleiben würden. Ich will einfach meine Quests nur abgeben. Ich verstehe nicht, wie ihr das macht, dass ihr dauernd nur Quests abgebt. Hey, doch natürlich geben wir die alle ab. Das machen wir ja jetzt auch gerade. Und wenn ich die abgegeben... Du musst jetzt alle annehmen, dann alle machen und dann alle abgeben. So ist das System. Da unten... Unten links im Astralbezirk, da ist auf der Karte so ein komisches Gebäude. Da kommt man gar nicht rein. Das ist auch kein wirkliches Gebäude. Das sieht man jetzt vielleicht nur auf der Karte. Ich bin gleich Level 11. Ja. Ich bin jetzt Level 11. Ja, könnte ich auch werden. Gratulation. Ja, jetzt gilt ich das Wort des Gerechten. Ja, aber den ganzen Quest, die ich abgeben kann, könnte ich auch noch Level 11 werden. Der bestimmt wieder ein bisschen weniger ist. So, so Freut euch, ihr Christen, ich bin Level 12. Aber Diebe bestehlen muss man ja noch machen, ne? Das ist Essen im Siegespark. Ja, die Quest Diebe bestehlen. Ich hab hier der Raub des Jahrhunderts. Aber ich muss hier jetzt die Störfaktoren ausschalten. Wir sind jetzt 3 Leute. Patrick, wo läufst du schon wieder hin? Hallo, könnte mir mal jemand erzählen, ob wir die Quest Knochen einsammeln? Patrick, du hast die Quest noch nicht angenommen, die Knochen. Ja, dann warten wir jetzt an einer bestimmten Stelle. Also da, wo wir die Störfaktoren ausschalten müssen, warten wir auf Patrick. Bis er die Knochen gesammelt hat, dann auch die Quest mit den Störfaktoren hat. Und wir uns dann gemeinsam treffen können, um die Störfaktoren auszuschalten. Oh, schön kannst du jetzt mal sagen, ob wir die Quest Ich habe bestehlen schon nicht gemacht in meinem Inventar. Was musst du nur dafür machen? Moment, ich muss das auch machen, Truhe entdecken. Die bestehlen, finde die Siegespark. Ach, ist das mit der Kiste? Gut. Das habe ich wahrscheinlich schon gemacht, glaube ich. Ja. Das habe ich eigentlich auch schon gemacht. Also sowas irgendwie. Nein, ich habe die eigentlich nicht Quests gemacht, aber... Mund der Weite. Wir warten hier dann alle drei bei dem Hebel. So, also ich bin fertig. Ja. Muss es jetzt, glaube ich, den Hebel betätigen. Ja. Da hinten. Kann okay, ich betätige nicht. Ich betätige ihn. Oh, dann betätige ich ihn auch schon mal. Weißt du, was ich gerade gebracht habe, was ich da gemacht habe? Da kannst du jetzt die Goblins angreifen. Oh. Das, es ist dumm, ihn zu betätigen, der gilt nicht weil für alle. Der für alle gilt, also. Natürlich, ich hab ihn nicht betätigt und hab's trotzdem bekommen. Hebel betätigen. Was habt ihr bekommen? Jo, ich mach kritische Treffer. Töten wir die Arbeiter. Er scheint immer ein komischer Hammer gekommen. Also, ich bin gleich bei euch. Ja. Ja, das machen wir dann gleich, wenn wir das mit dem Hebel... Also wir können auch schon mal den Hebel betätigen Quest wieder abgeben. Ja, okay, machen wir das. Und dann treffen wir uns dann bei dem Ausgang, wo es dann... Wobei... Es ist sinnvoll, wenn wir erst in den Siegespark gehen und dann da raus, glaube ich. Ja, natürlich. Es ist sinnvoll, erst mal auf Patrick zu warten. In der Zeit reden wir über aktuelle Themen. Deutschland übernimmt zuerst die griechische Wirtschaft. Genau. Nein. Und danach die Weltherrschaft. Das bayerische König. Wie immer. Hey, halt. Und was macht die Schweiz in der Zeit? Genau. Die produziert Schokolade. Die Schweiz vergräbt sich in der Erde. Und damit. Und Käse.
Taschenmesser, Schokolade, die in den Taschenmessern sind. In den Käsetaschenmesser? Nein, die Schweizer entwickeln irgendwie so ein Taschenmesser, dass wenn man da drauf drückt, dann bekommt man so einen Anzug wie Iron Man. Genau. Yeah. Iron Taschenmesser. Wir müssen jetzt eh nochmal gleich in eine andere Richtung laufen, von daher warten schlecht. Wir jetzt hier auf Patrick, da gibt's auch einen Händler. Squalls Antwort. Ja, wir warten jetzt hier und ich verkaufe Scheiße. Wo ist denn jetzt dieser komische Hebel? Nee, hier, ja, okay. Warum wird der mir nicht, warum ist er bei mir nicht gelb? Das geht ja mal gar nicht. Mit uns? Manafluss abgestellt. Oh nein, ich werde von zwei Goblin-Arbeitern angegriffen. Zeitlupe. Ich komme.